Hämatome an beiden Oberarmen. Möglicherweise ist er nicht freiwillig gesprungen. Wann ist es passiert? Gestern Abend, schätze so zwischen 20 Uhr und Mitternacht. Sie sehen heute gut aus. Ich meine, richtig gut. Danke. Der Tote heißt Eckhard Berger. Der hat hier als Versicherungskaufmann bei der Pegasus Assikuranz gearbeitet. Ich schätze mal, er ist von da oben gestartet. Also wenn ich hier arbeiten müsste, wäre ich auch gesprungen, das schwöre ich dir. Das Einzige, was er bei sich hatte, war dieses Schlüsselbund und die Brieftasche. Ich kann nur... Diese Männer sind gefährlich. Möglicherweise Mörder. Das Tape lag in einem kleinen Tresor in seinem Kleiderschrank zusammen mit ein paar Bankunterlagen. Warum ist er nicht zur Polizei gekommen, wenn er Angst hatte? Wissen wir eigentlich sonst noch was von Eckhard Berger? Hm? Ich schätze mal, dass er schwul war. Wie kommst du darauf? Na, schau dir mal die Wohnung an. Ja, sonst noch was? Du meinst außer, dass er allein lebt und einen scheiß Job hatte? Ja. Nee. Danke. Was hat er eigentlich genau gemacht bei der Versicherung? Seine Abteilung rechnet ärztliche Leistungen ab. Vielleicht ist er einem Abrechnungsbetrug seiner Kollegen auf die Spur gekommen. Ja, möglich, aber warum sagt er das dann nicht? Vielleicht hängt er selbst mit drin. Ja. Jan, du sprichst mit der Konzernleitung. Und Miguel, du redest mit der Hausverwaltung. Vielleicht war noch eines der Büros besetzt. Was eigentlich mit dem Arbeitsplatz von Berger? Der muss doch einen Computer gehabt haben. Ja, die Kollegen haben die Festplatte kopiert, aber da war nichts Auffälliges drauf. Also, wir gehen offiziell von einem Selbstmord aus. Es gibt kein Video, klar? Kein Video. Kein Video. Ina, wir kümmern uns um die drei Beschuldigten. Lass uns mal zusammenfassen, was für die Mordthese spricht. Okay. Die drei Tatverdächtigen haben kein Alibi. Angeblich haben sie zusammen Skat gespielt, haha. Dafür gibt's natürlich keine Zeugen. Also nach meinen Informationen haben die kurz vor sechs Feierabend gemacht. Berger ist wohl noch länger geblieben. Allerdings kann es keiner bestätigen, weil alle anderen Angestellten schon früher Schluss gemacht haben. Traumhafte Arbeitszeiten. Außerdem hat jeder Angestellte einen Generalschlüssel und es gibt keinen Pförtner. Das heißt also, die drei hätten zurückkommen können, ohne dass es einer merkt. Ach übrigens, den Knopf hat die Spurensicherung ungefähr an der Stelle gefunden, von der Berger gestürzt sein muss. Und der gehört definitiv nicht zu Bergers Kleidung. Jan, hast du mit der Konzernleitung gesprochen? Mhm. Vor einem Monat gab es eine gründliche Revision in der Abteilung, weil Berger sich über Wiesehöfers Führungsstil beschwert hat. Und? Angeblich war da nichts. Wiesehöfer hat nur einen Rüffel kassiert wegen irgendwelcher Studigkeiten. Mehr nicht. Du hast doch Jura studiert. Ja, 4 Semester. Ich hoffe, das reicht. Jungs, das hier ist Jan. Jan? Maybach, Jan Maybach. Jan Maybach. Jan ist unser neuer Praktikant. Michael Naun, Sven Lienicke, Paul Bingemann. Hallo. Und ich bin Jürgen. Jürgen Wiesehöfer, ich bin der Teamchef, klar? Alles klar. Praktikant? Bisschen alt dafür, hm? Ich habe Jura studiert. Hat ein bisschen länger gedauert. Und da es auf dem Arbeitsmarkt gerade nicht so prickelnd aussieht, habe ich mir gedacht, spezialisiere dich auf Versicherungsrecht. Naja, uns soll es recht sein, wir können jede Hilfe gebrauchen. Marleen? Marleen? Zeigen Sie Herrn Maybach seinen neuen Arbeitsplatz. Also das ist der Schreibtisch von dem Kollegen, der von der Treppe gefallen ist, ja? Hm. Und das können jetzt alles die Kollegen abarbeiten. Schätze, damit bin ich gemeint. Guten Tag. Hallo. Jan. Wir werden es eine Weile miteinander aushalten müssen. Ja, so sieht's aus. Sag hier. Ich bin übrigens der Michi, wir duzen uns hier nämlich alle. Grüß Sie. Sogar die neuen Praktikanten. Dann bin ich der Jan. Das hässliche Ding kann jetzt auch endlich verschwinden. Der mit Berger befreundet war. Ja, seine Schwester sagt, dass er sehr lebenslustig gewesen ist, aber die hat ihn auch vor einem halben Jahr das letzte Mal gesehen. Hier. Stevens Barroom. Das ist eine Schwulenkneipe. Das schöne Stück haben wir in seinem Kleiderschrank gefunden. Tja, dann hör dich da mal um. Was gibt's sonst noch? Naja, er hat in den letzten Wochen ungefähr 80 Bewerbungen geschrieben und genauso viele Absagen kassiert. Bei dem Zeugnis ist es allerdings auch überhaupt kein Wunder, das ist eine Katastrophe. Ja. Ausgestellt und unterschrieben von Jürgen Wiesehöfer.
Kapazitäten frei. Was war denn los mit diesem Berger? Warum hat er seine Arbeit nicht geschafft? War zu faul oder zu dämlich, wahrscheinlich beides. Vielleicht war auch sein Privatleben im Arsch. Wer weiß das schon? Ist ja traurig, oder? Ja, 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 jetzt hört auf mit der Sülzerei. Keine Lust, mir die Laune verderben zu lassen. Apropos Laune, ich würde gerne meinen Einstand geben. Also natürlich nur, wenn ihr Lust habt. Lust habe ich immer. Kommt nur drauf an, worauf. Morgen Abend? Ich liebe es, wie sie stöhnt. Als wenn sie Schmerzen hätte. Hat er Bier getrunken zum Mittagessen? 3. Große. Dann dauert es länger. Kevin, Assistent der Assistentin der Geschäftsleitung. Jan, Praktikant. Und was mache ich jetzt mit meiner Gehaltsabrechnung? Ich würde dich jetzt nicht stören. Leg sie auf den Schreibtisch, okay? Aber das kommt von dieser Scheißromantik und dem ganzen Tralala. Moment mal, was meinst du mit Scheißromantik? War der verliebt? In wen? Das kann ich dir nicht sagen. Der hat ihn nie mitgebracht. Keine Ahnung. Aber einer der Jungs erzählte mir von ihr. Es wäre ein Kollege, eine Hete. Paul, sag mal, ich gebe morgen Abend meinen Einstand. Also ich würde mich freuen, wenn... Tut mir leid, ich kann nicht. Schade. Ja? Hombre, weißt du, was ich gerade rausgekriegt habe? Ah, Schatz, du warst ganz schlecht. Bitte was? Hör mal, Berger war in einer deiner Kollegen verschossen. Echt? Das ist ja süß. Sag mal, spinnst du? Setz lieber mal deinen Arsch in Bewegung und krieg raus in Wingenau. Ja, ich dich auch.